Leute, ich bin Martin von MP Garage und wir zeigen euch heute die Assistenzsysteme im aktuellen Audi A7. Wir sind jetzt mit dem Audi A7 gerade auf der Autobahn unterwegs. Der perfekte Ort, um euch zu zeigen, wie das ACC und der Spurhalteassistent funktionieren. Das ACC beginnt bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h. Ab dort kann man die Geschwindigkeit einstellen. Geht hoch bis 260 km/h. Wir haben mit dem ACC zwar die Möglichkeit, langsamer zu fahren als 30 km/h, aber die Geschwindigkeit können wir nicht einstellen. Wir haben jetzt hier die Geschwindigkeit eingestellt zwischen 55 und 60. Das können wir erhöhen durch Drücken des Hebels nach oben oder reduzieren durch Drücken des Hebels nach unten. Man sieht es an dem roten Punkt, wenn der nach oben wandert, stellen wir das ACC schneller ein, wenn der nach unten wandert, langsamer. Aktivieren kann man das ACC ganz einfach über den Z-Knopf hier an der Seite. Das ACC verfügt über 4 die Standstufen. Wir fahren jetzt gerade auf Stufe 4. Empfiehlt sich bei viel Verkehr auf der Autobahn, weil wir dann einfach die Möglichkeit haben, dass der Wagen beim Beschleunigen ein bisschen mehr Abstand hält, also sprich sanfter beschleunigt und sanfter abbremst. Außerdem bieten wir dann mehr Platz für diejenigen, die die Spur wechseln wollen. Wenn wir jetzt so dicht wie möglich auffahren würden, hätte jemand anders keine Möglichkeit, die Spur zu wechseln. Der Spurhalteassistent ist jetzt noch nicht aktiv. Der aktiviert sich erst bei 65 km/h. Davor bleibt dieses Zeichen hier oben gelb. Das zeigt, dass er aktiv ist. Das bedeutet, wenn wir jetzt schneller fahren würden als 65, würde es sich automatisch einschalten. Das ACC hat die Möglichkeit, bis zu 260 km/h mitzuhalten. Alles drüber hinaus haben die Sensoren nicht die Reichweite, das vorausfahrende Fahrzeug zu erfassen. Was ich an dem ACC auch richtig cool finde, ist, wenn der Mercedes jetzt vor uns in Stillstand abbremsen würde, würden wir auch in Stillstand abbremsen. Der A7 würde 2 Sekunden warten, ob sich das vorausfahrende Fahrzeug wieder entfernt und dann nachziehen. Und sonst geht er in eine Art Schlummermodus und man kann den durch Ziehen des Hebels oder durch kürzes Betätigen des Gaspedals wieder reaktivieren und er fährt wieder dem vorausfahrenden Fahrzeug hinterher. Man sieht es jetzt ganz schön. Wir haben jetzt relativ viel Platz, der Mercedes ist von rechts nach links gezogen und unser Wagen bremst automatisch ab. Ich habe jetzt gerade nichts gemacht. Wir haben beim Lenkrad 8 Taschen plus 2 Multifunktionsknöpfe, die man durch Drehen und Drücken betätigen kann. Diese Taste hier ermöglicht uns die Auswahl an den verschiedenen Programmen im Bildschirm. Hier haben wir die Auswahl zwischen Bordcomputer, Effizienzprogramm, Digitaltacho, Assistenzsysteme, Tempolimit-Anzeige, Laptimer und einer reduzierten Anzeige. Wir gehen jetzt auf die Assistenzsysteme ein. Hier haben wir noch die Möglichkeit zu sehen, wie weit das vorausfahrende Fahrzeug von uns entfernt ist und wie weit der Abstand ist, den wir eingestellt haben. Zusätzlich würde er uns auch die Spuren anzeigen, links und rechts, wenn wir jetzt schneller fahren würden als 65 und er die Spuren erkannt hätte. Der ACC-Sensor ist, auch wenn man ihn nicht aktiv hat, sozusagen aktiv für einen Notbremsassistenten. Das bedeutet, wenn wir ein Fahrzeug zu dicht auffahren, dann bekommen wir auch in Rot die Meldung, dass wir mehr Abstand halten sollen. Was ich an dem Wagen richtig gut finde, ist die Laufruhe. Wir fahren jetzt hier knapp 60-65 km/h. Und wir hören nichts außer die Abrollgeräusche von den Reifen. Auch bei Geschwindigkeiten von 140, 160 ist es richtig angenehmes Reisen. Der Verkehr hat sich ein bisschen aufgelöst. Wir können jetzt schneller fahren als 65. Somit hat sich der Spurhalteassistent gerade aktiviert. Man sieht es auch in der Mitte auf dem Bildschirm an den 2 Linien an der Seite außen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Lenkrad loszulassen und er hält die Spur in der Mitte. Und nach einer gewissen Zeit bekommt er dann die Meldung, jetzt genau,
dass wir das Lenkrad wieder übernehmen sollen, weil es nur ein Lenkassistent und kein selbstfahrendes System ist. Funktioniert tadellos. Man sieht auch nebenbei noch das ACC aktiviert. Also ich habe wirklich meine Füße komplett weg von den Pedalen. Den Spurhalteassistent können wir aktivieren durch Drücken des Knopfs am Blinkerhebel und so dann auch wieder deaktivieren, falls wir nicht brauchen. Hier an der Seite haben wir noch die Möglichkeit, den toten Winkelassistenten an- oder auszuschalten. Der tote Winkelassistent befindet sich beim A7 im Spiegel. Wir haben im Spiegel so einen schwarzen Bereich, in dem wir 4 LEDs haben, die langsam anfangen zu leuchten, wenn sich ein Fahrzeug im toten Winkel befindet. Und wenn sich das Fahrzeug aus dem toten Winkel raus bewegt, flachen diese 4 LEDs wieder ab. Wenn sich jetzt aber ein Fahrzeug im toten Winkel befindet und ich in diese Richtung blinke, dann fangen diese LEDs auch an zu blinken und signalisieren so: Hey, du darfst jetzt nicht darüber, du hast da ein Auto. Außerdem sagt dann auch der Spurhalteassistent: Nein, bleib auf der Spur, und man müsste wirklich aktiv dagegen lenken, dass das Fahrzeug in dem Moment dann die Spur wechselt. Außerdem haben wir einen automatisch abblendenden Rückspiegel, der erkennt, ob sich ein Fahrzeug hinter uns befindet, das den Fahrer möglicherweise blenden könnte, und dann abblendet. Im anderen Video habe ich schon erzählt, dass das Fahrzeug ein Head-Up-Display verbaut hat. Hier können wir jetzt ganz genau sehen. In der Mitte haben wir die aktuell gefahrene Geschwindigkeit. Drunter würde er die maximal zulässige Geschwindigkeit anzeigen. Rechts daneben sehen wir, dass das ACC aktiv ist, dass er ein Fahrzeug vor uns erkennt und dass der Spurhalteassistent zwar aktiviert ist, aber nicht aktiv läuft. Links von der aktuellen Geschwindigkeit würden aktuelle Navigationshinweise kommen, wie zum Beispiel in 200 Metern rechts abbiegen, wäre dort ein blauer Pfeil, der nach rechts zeigt, und blaue Balken, die langsam heller werden. Wir sind jetzt runter von der Autobahn und im Stadtverkehr unterwegs. Auch im Stadtverkehr funktioniert das ACC wunderbar. Der BMW vor uns bremst gerade ab und wir fahren dem Fahrzeug hinten an, bremst, hält kurz, wartet. Okay, Fahrzeug steht länger als 2 Sekunden. Wir legen das System in Schlummermodus, machen den Motor aus. Sobald das vorausfahrende Fahrzeug sich wieder entfernen würde, würde der Motor wieder starten. Aber wir müssen ihm das Signal geben, hinterher zu fahren. Außer wenn wir jetzt erkennen, okay, die Ampel wird gleich grün, dann können wir manuell den Knopf schon mal ziehen und dann ist das System wieder einsatzbereit. So, die Ampel ist grün, ich betätige den Hebel, der BMW fährt an, wir fahren hinterher. Und los geht's. Also ich fahre den Audi A7 jetzt seit 3 Monaten und ich muss sagen, dieses Auto ist wirklich top. Wir fahren hier in einem Auto, was knapp 2 Tonnen wiegt, knapp 300 PS hat, permanenten Allradantrieb und das mit einem Verbrauch von unter 8 Liter im Langzeitschnitt. Bei viel Stop and Go im Rush-Hour-Verkehr. Das ist wirklich eine Ansage, muss ich sagen. Dazu kommt, das ist auf lange Sicht ein sehr extrem komfortables Reisen. Kleines Beispiel. Wir sind vor 2 Monaten nach Venedig gefahren mit dem Wagen. 6,5 Stunden Fahrt. Wir haben einmal kurz eine 15-minütige Pause gemacht. Einmal kurz tanken und ihr wisst schon. Und wir sind in Venedig angekommen und es war wirklich entspannt. Wir sind alle top motiviert gewesen. Wir sind direkt losgezogen, unsere Sachen ins Apartment gebracht und direkt los. Weil jeder entspannt war. Wenn man mit 130 mit dem Tempomat auf der Autobahn fährt, zusätzlich das ACC einfach noch hat, was einem die Geschwindigkeit reguliert, wenn ein bisschen mehr Verkehr auf der Straße ist,
man ist als Fahrer einfach schon viel mehr entlastet. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn man gerade Kinder hat, viel Verkehr ist, die dann auf der Rücksitzbank noch rumnörgeln, weil sie irgendwas wollen, weil sie nicht mehr wollen, weil sie Hunger, Durst haben, keine Ahnung. Ich finde es optimal. Man kann sich wirklich auf das Auto verlassen. Die Assistenzsysteme arbeiten wirklich hervorragend. Und aus dem Grund begrüße ich das einfach, wenn ein Fahrzeug einen Fahrer so weit unterstützt und auch die Unfallrate dann höchstwahrscheinlich dadurch gesenkt wird.